Was machen wir denn nur? Ah, okay, das kennen wir ja schon. Brauchst du einen Strohhalm? Vor längeren Autofahrten trinke ich nie etwas. Ich will nicht unangenehm durch Blasenschwäche auffallen. Tja, ja, auf jeden Fall konsequent umgesetzt. Da haben wir gleich zwei Gags haben wir gerade bekommen. Brauchst du diese Gabel? Was denkst du? Brauche ich sie? Ach ja, du ernährst dich ja nur von komischer Strahlung. Kosmisch. Gesundheit. Kosmisch. Kosmisch. Würden dir Topflappen bei der Meditation helfen? Nein, danke. Ich will meditieren und keinen Rollbraten backen. Oh, Rollbraten, das wär's jetzt auch. Mann. Würde dein Chi besser fließen, wenn ich dir ein paar Löcher schneide? Im Gegenteil. Ich würde mir das Großod verkühlen. Muss es nicht Kleinod heißen? Nicht bei mir, Baby. Schön. Okay, das hat man davon, wenn man alle Gegenstände ausprobiert. Würde dir ein Energy-Drink helfen? Ich beziehe meine Energie lieber aus dieser friedlichen, wenn die Steine... Ja, die Steine, die müssen wir nochmal irgendwie schwingen lassen. Vielleicht können wir etwas Ausgeglichenheit per Telefon bestellen. Leider liefert Happy Buddha nicht mehr hierauf. Es ist Dr. Marcells Schuld. Er gibt nie Trinkgeld. Der alte Knauser, aber einen Chauffeur beschäftigen. Boah, ich krieg ja langsam echt Hunger. Ich habe noch nichts gegessen heute. Ich glaube, ich werde gleich mal eine ganz kleine Aufnahmepause machen und mich beim Bringdienst verdingen. Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihm und Captain Unbrauchbar besteht durchaus. Es gibt nicht viele Superhelden mit Bauch und Schnurrbart. Und grauen Haaren. Achso, das ist ein Ausgang. Okay. Können wir das Comic-Heft vielleicht noch hier hinten mit benutzen? Nein! Bleib! Mit den Fenstern meine ich doch natürlich. In diesem Bild guckt Captain Unbrauchbar Nachbarn beim Einparken zu. Heldenhaft! Einfach nur heldenhaft! Bewegung, alter Mann! Das ist sonst Behinderung der Staatsgewalt. Gewalt ist nie eine Lösung. Naja, doch. Es gibt da gewisse Augenblicke, in denen Gewalt weiterhilft. Ich nenne sie Benutze Hulgur mit Poloschläger-Situation. Wer Gewalt sät, wird Kummer ernten. Einen Kümmerling vielleicht. Den können wir mal ernten. Nicht doch. Hallo ist mein Freund. Der soll sich mal ein bisschen bewegen. Der soll nicht rumsitzen, sich Luft zu fächeln, die alte Diva. Siehst du das, Harvey? Da sitzt Graf Rotzschranke breitärschig auf der Bank und schaukelt seine Chakren. Er macht irgendetwas richtig, was wir falsch machen. Ja, ich glaube, er scheißt auf die Anstalt und will gar nicht ausbrechen. Dem ist es, glaube ich, eher egal. Brauchst du eine schriftliche Einladung oder was? Keine Hektik, Täubchen. In der Ruhe liegt die Kraft. Also, niemand ist gechillt wie Alu. Nicht doch. Alu ist... Ja. Nochmal nicht doch? Muss dir mein Freund Poloschläger erst das Laufen beibringen? Keine Hektik. In der... Na gut, ich glaube, dann hören wir jetzt nochmal ganz kurz dem Poki zu und dann mache ich wirklich mal ein Aufnahmepäuschen und gehe erstmal ein wenig speisen. Poki, ne? Kommst du mit? Ich mochte immer die Itemreaktionen auf die Vogeltränke, weil Harvey immer Störche fangen will und Edna versucht es ihm auszureden. Ich fand das irgendwie niedlich. Die Vorstellung, dass Harvey endlich einen Storch fängt. So, man würde es ihm schon irgendwie gönnen. Auch wenn Störche selten sind, aber... Das hat ja niemand gesagt, dass es einfach wird. Die Frage ist vor allem, was macht ein Harvey dann mit dem Storch? Essen kann er nicht, weil er keinen Verdauungstrakt hat und so? Was macht Harvey mit dem Storch? Wenn du Harvey wärst, was würdest du mit einem Storch machen, wenn du einen gefangen hättest? Die Frage des Tages. So, und ich verabschiede mich mal in ein kurzes Knusperpäuschen. Speichere natürlich vorher den Spielstand und wir sehen uns gleich wieder hier wieder bei Edna bricht aus. Tschüss. Und da sind wir auch schon wieder zurück nach einer kurzen Essenspause hier bei Edna bricht aus. Und ich muss zugeben, ich habe zwischendurch... Muss ich das zugeben oder lasse ich es bleiben? Ich habe zwischendurch nochmal kurz bei der Essensschlacht geguckt und habe auch noch was anderes entdeckt. Nämlich hier beim Rumschauen. Naja, dass es hier noch weitergeht halt. Aber ehrlich gesagt, das war nicht so ein Mega-Fundort.
Aber schon sehr spannend, wie der Poki zu berichten weiß. Ja, dieser Raum erinnert mich daran, was für ein absoluter Luxus es war, halt alles selbst zu zeichnen und zu skripten. Mhm. Nochmal irgendwie kurz einfach nur, um eine Harke aufzunehmen, nur ein einziges Item zu verstecken und nochmal die Mauer näher zu präsentieren. Also das Hindernis, das Edna hat, einfach nochmal einen ganz neuen Raum anzulegen. Mhm. Wenn ich dafür Grafiker bezahlen müsste und Skripter, würde ich den Raum mittlerweile wahrscheinlich eher weglassen. Da ging das noch. Schön. Ja, ist die Frage, was ist denn besser? Ist das besser, so viele Räume oder versteckte Sachen oder sowas einzubauen oder so viele Kombinationsmöglichkeiten, so viele Gags? Oder ist es dann besser, doch eher auf den Pfennig zu achten und die ganzen Sachen wegzulassen und dann wirklich so ein straightes Adventure, wo man einfach linear durchhuscht, zu programmieren? Das ist natürlich die Frage. Ist ja immer so eine Gretchenfrage, wie es ja so schön heißt. Der schmale Grat. Ja, auf jeden Fall, hier haben wir eine Harke und eine Mauer. Viel ist hier nicht zu finden, aber... Diese Mauer hat kein Schlüsselloch. Die einzige Öffnung ist das Haupttor da hinten. Aber ob da der Schlüssel reinpasst, weiß ich natürlich nicht. Das ist der erklärte Etappenfeind. Also die Mauer jetzt. Können wir die einfach mitnehmen? Dann ist sie doch weg. Wenn es doch so einfach wäre. Ach, schade. Na gut, vielleicht können wir sie überreden, beiseite zu gehen. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Naja, die Mauer ist da bestimmt auch sehr eigen. Können wir die einfach benutzen und drüber klettern? Da komme ich doch niemals rüber. Na gut, haben wir denn vielleicht irgendwelche Items dabei, mit weil wir die aufhacken können? Ich weiß gar nicht, was sagt man denn bei Mauern? Aufbrechen können. Da bräuchte ich wohl eher einen Presslufthammer. Na gut, wo kriegen wir den so kurzfristig her? Warum bauen wir nicht Räder an die Mauer und fahren sie zur Seite? Es gibt einen Grund. Er fällt mir nur gerade nicht ein. Schade, hätte ja klappen können. Ich habe auch ein Rad dabei. Warum bauen wir nicht Räder? Ich sehe schon. Ich bin ein Müffi, gezeichnet Dr. Marcel. Der Müffi. So, der Barmann hat ja auch noch unterschrieben und wir malen ja auch noch was Schönes hin, ne? Die Mauer muss weg! So, ja, wie war? Also Grenzöffnung ist hier noch nicht viel von zu sehen. Sie ist der Deckel vom Anstaltstopf. Ich werde dafür sorgen, dass Dr. Marcells Suppe überkocht. Oh, komm ey, das war jetzt aber ganz schön flach, Edna. Schäm dich. Ich könnte natürlich einen Hilferuf draufkritzeln, einen Flieger falten und ihn über die Mauer werfen. Ich fürchte nur, es wäre wenig glaubwürdig. Auf der Rückseite einer unterschriebenen Anmeldung zur Therapie. Ja, Versuch macht klug. Jetzt sei doch nicht so. Stell dich nicht an, Mädchen. Ich stelle ihn einfach hier hin. Da stört er keinen. Jetzt steht da einfach ein Becher. Ach Mensch. Okay, können wir vielleicht Ketchup dran klatschen? Juhu! Können wir vielleicht auch Senf dran klatschen? Juppi! Können wir vielleicht auch dran rotzen? Können wir vielleicht... Ah, Kaugummi haben wir leider gerade nicht dabei. Schade. Da lässt sich nichts auf Kleider bügeln. Schade. Gerade wollte ich ein wenig herum Kleider bügeln und da kann ich ausgerechnet hier nicht irgendwas an Kleider bügeln. Das ist doch doof. Diese Mauer hat keinen Schlüssel. Die ein... Ja, das kennen wir schon. Das hatten wir schon. Vielleicht mit der Gabel irgendwie den Weg durchkratzen. Um hier einen Tunnel durchzugraben, bräuchte ich wohl eher einen Löffel. Mist. Ja... Doof. Naja, schön wär's gewesen. Ich sollte nicht so zimperlich mit ihr umgehen. Also keine Topflappen. Na gut, vielleicht mit der Schere ein Loch reinschneiden und durchgehen. Da bräuchte ich wohl eher einen Presslufthammer. Na gut. Den haben wir immer noch nicht dabei. Ich könnte natürlich einen Hilferuf drauf... Und ich fürchte auf der Rückseite... Ja, auf der Rückseite einer Cocktailkarte wär's doch super glaubwürdig. Hallo? Spreche ich mit dem Abrissunternehmen? Stein von Stein und Häuser Klein, Ihre Abrissprofis. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte da eine Mauer, die dringend abgerissen werden muss. Sorry, Mauern machen wir nicht mehr. Nicht seit diesem Debakel damals in Berlin. Die Beschwerdeschreiben verstopfen noch heute unser E-Mail-Postfach. Aufgelegt. Ja, komisch, verstehe ich gar nicht. Ist doch alles so gut gelaufen bis heute. In diesem Bild klettert Captain Unbrauchbar über die Schallmauer. Die war wohl nicht besonders hoch. Wenn wir auf der anderen Seite sind, rufen wir die Polizei. Aber was sagen wir ihr? Stimmt.
Wir müssen erst herausfinden, was passiert ist. Wir müssen zu meinem Elternhaus und Beweise finden. Ich frage mich gerade, ist das hier wohl Pokis Schrift? Oder auch hier, ich bin ein Müffi, kann man eine Schriftanalyse machen? Sieht das M aus wie das M hier? Und zahlt Poki GEZ-Gebühren? Fragen über Fragen. Das D von Dr. Marcel sieht aus wie das D von Die. Ja, ich erkenne, dass das schon gleich aussieht. Oder Edna ist einfach eine schlechte Fälscherin, das kann natürlich auch sein. So, vielleicht mit dem Messer, aber Presslufthammer. Natürlich. Wir können ja Harvey drüber werfen. Was hältst du von dieser Mauer, Harvey? Sie steht zwischen uns und der Freiheit. Damit hat sie sich den falschen Platz ausgesucht. Richtig so, mein kleiner brauner, blauer Freund. Entschuldigung, nicht braun, blau. So, ich glaube, dann sind wir durch. Das haben wir ja schon. Kritzel haben wir schon und ansonsten haben wir alle Items durchprobiert. Jetzt haben wir eine Harke. Oh, wir haben noch gar keine Harke. Wir müssen ja noch mitnehmen. Können wir mit der Harke vielleicht so? Moment mal. Da sind ja schon Rillen drin. Irgendwie ist mir zuvor gekommen. Schweinerei. Komm, ich drehe Edna mal so rum, dann sieht man sie auch, wenn sie quatscht. Okay, im Reifen sind schon Rillen, aber im Startkabel bestimmt noch nicht. Es gibt prägnante Unterschiede zwischen einer Harke und einer Autobatterie. Man muss kein gärtnernder Automechaniker sein, um sie zu erkennen. Und wo ist da der Haken? Gut, dass ich diese Schraube festgezogen habe. Die war ganz lose. Nicht auszudenken, was alles hätte passieren können. Aha. Haben wir jetzt die Harke repariert oder ist das einfach nur so ein Standardspruch? Bestimmt Standard. Ist da auch wirklich kein Laub auf meinem Schlüssel? Nein. Nicht ein Blatt. Aber gut. Jetzt, wo ich die Harke habe, kann ich auch dafür sorgen, dass es so bleibt. Gut so. Ich möchte keinen verlaubten Generalschlüssel haben, mit Verlaub. Dieser Topf wäre auch ein prima Laubcontainer. Aber besser ist er als Topf. Da soll man nicht so pingelig sein. Man kann auch beides kombinieren. Diese Harke ist Eigentum der Abstellraumbar. Okay, ich probiere mal wieder durch, ne? Therapeutisches Haken ist angeblich gut für die Psyche. Der Zen-Garten ist die perfekte Umgebung dafür. Therapeutisches Haken. Da fällt mir wieder was ein. Moment. Diese Harke ist Eigentum von Dr. Horatio Marcel. Ich glaube nicht. Moment. Wenn ich doch nur noch weitere Stifte hätte, dann könnte ich prima parallele Linien zeichnen. Wenn ich es genau bedenke, reicht mir der eine Stift vollkommen. Tja, das ist ja super. Die Strohernte fällt dieses Jahr ein wenig knapper aus. Ich probiere mal wieder durch, ne? Wie üblich. Diese beiden Gegenstände erinnern mich an einen Gedanken, den ich vorhin hatte. Was trägt die modebewusste Frau wohl diesen Herbst? Klare Antwort. Blaue, coole Plüschhasen. Yeah, oder einfach eine Harke und sonst gar nichts. Lass mal die Harke und den Schlüssel zusammenknoten. Lass mal erst unser Gehirn einschalten. Ach süß. Wir unterbrechen dieses spannende Adventure für den Gaga-Gartentipp, wenn das Laub mal nicht rot genug ist. Ketchup auf die Harke. Tja, Mensch, habt ihr gehört, ne? Für den Herbst und so, wenn Mutti euch wieder zum Haken schickt, wisst ihr Bescheid. Wir unterbrechen dieses spannende Adventure für den Gaga-Gartentipp. Wenn das Laub mal nicht gelb genug ist, Senf auf die Harke. Gibt es zu Senf und Ketchup eigentlich immer dieselben Sprüche? Ist ja voll langweilig. Schön. Einfach schön. Wie geil, dass sie das noch eingebaut haben. Einfach ein Traum. Was fehlt in dieser Reihe? Harke? Telefon? Ich weiß es. Die Logik. Ja, und die Reihe. Hui. So, Harke. Telefon hat man schon. Die Harke steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem eine bekommen. Das Leben ist ein Online-Store und du kennst Papis Kreditkartennummer. Und den richtigen Synchronsprecher. So, Moment. Keine Chance. Daran beißt sich die Schere nur die Zähne aus. Na gut. Was können wir denn noch machen? Topflappen. Nicht schlecht. So bekommt man keine Blasen bei der Gartenarbeit. Schon mal was von Gartenhandschuhen gehört? Verflucht.
Die haben meine Idee geklaut. Bring sie alle um. Sie gehören zur selben Familie. Wenn die Gabel groß ist, wird sie aber was Cooles machen. Nicht die Familiengärtnerei übernehmen. Sie könnte als Dreizack bei den Atlantern arbeiten. Yippie! Oder beim Satan vielleicht. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen radioaktives Urzeitlaub. Nach dem Dritten Weltkrieg, wahrscheinlich. Schlechter Atem, struppiger Bart, Harkennase? Klarer Fall für Kommissarin Konrad. Es ist eine Harke. Harkennase? In einem Schweizer Taschenmesser hätte ich all diese Funktionen in einem. Aber wenn du nur das eine Inventarobjekt hättest, womit würdest du dir dann die Zeit totschlagen? Mit dem Schweizer Taschenmesser natürlich. Womit denn sonst? Die Harke ist nicht halb so cool wie mein Poloschläger. Hat aber eine geilere Frisur. Weißt du, was ich gerade denken muss, Harvey? Dass 20 Euro zu viel für ein Computerspiel sind. Nein. Ich denke, dass eine Harke mit nur einem Zinken ziemlich nutzlos wäre. Deine Logik ist so bestechend wie eine Harke ohne Zinken. Ich halte die beiden lieber getrennt. Ich hab mal gehört, dass Hasen Harken schlagen. Au, au, au. Oh, ich hab da gerade Schmerzen im Kleinhirn. Ich muss mal kurz Pause machen. Wenn ich doch nur noch weitere... Dann könnte... Ach so, das hatten wir ja schon. Ja, okay. Becher lassen wir da stehen. Ich würde sagen, sieht übrigens aus wie eine Mütze, die sie gerade aufhat. Ne? Eine coole, stylische, rote Mütze. Wir gehen mal zur Veranda.